So, ich denke ich. Warte, wir schauen raus. Wir schauen mal raus und schauen mal, ob das funktioniert. Das da habe ich gefunden. Damit können wir hier entladen, beladen, was auch immer. Super. Klappt hervorragend, ne? Schauen wir uns den Bahnhof mal ein bisschen an. Er sieht schon gut aus, ne? Da oben irgendein Funkturm oder was das ist. Und ich denke, ne, vom Ruckeln her haben wir das jetzt ganz gut im Griff. Ich will es nicht beschreien, aber ich glaube, wir haben es ganz gut im Griff. So, wir können weiterfahren. Ach so, halt. Nein! Mach die Türen zu. Mach die Türen zu. Oh, Mist. Mach die Türen zu. Macht ihr die wieder automatisch zu? Verdammt. Jetzt habe ich die Türen aufgemacht. Wie kriege ich die wieder zu? Oh man. Ach, hätte ich doch nur nichts gemacht. Jetzt habe ich nochmal drauf gedrückt. Ich habe gedacht, die muss ich wieder zumachen, aber die gingen ja von automatisch zu. Ne? Gehen die jetzt auch wieder automatisch zu, oder? Jetzt sind wir dazu. Gott sei Dank. So, wir fahren weiter. Ach nee, wir können noch nicht, weil wir müssen erst mal unsere Bremse lösen. Und dann können wir weiter, ne? So, wir können hier mit 90 fahren. Wo müssen wir als nächstes? Eigentlich, wo müssen wir als nächstes? Ach so, halt! Wartet mal, wir müssen noch mal anhalten. Ich weiß, eigentlich im Bahnhof geht es nicht so. Ja, Beförderungsqualität. Ja, wir müssen doch noch. Ich hab's vergessen. So. Sie fahren und weiter geht's. Auf geht's. So, unser nächstes ist Köln Süd 3,1. Übrigens müssen wir bei Kilometer 2,9 auf 80 Runde bremsen. Merkt's euch, Kilometer 2,9 auf 80 Runde bremsen. So, jetzt Fahrhebel nach vorne. Was denn jetzt? Ach so, waren im Wechselblinken. Ja, das sehe ich ein. Das sehe ich ein. Ich bin ein bisschen zu. Hier braucht man gar nicht frei zu drücken, komischerweise, ne? Das sehe ich ein. Ich war ein bisschen zu forsch. Wechselblinken nicht beachtet. Zwangsbremsung. Okay. Hatten wir auch das. Weiter geht's. Ja, wie gesagt, das nächste Mal werden wir uns das Ganze mit dem Fahrdienstleiter antun. Obwohl, eigentlich müsste doch jetzt beim Anfang wieder Wechselblinken kommen, oder? Ist aber nicht. Also geht's jetzt eigentlich, oder? Also jetzt könnten wir fahren, 85, meines Erachtens. So, was haben wir gesagt? 2,9, ne? Hier ist verkürzter Bremsweg um mehr als 5%. Warte mal, wie viel fahren wir denn? Okay. Ne, wir können schon noch ein bisschen. Wir können, was haben wir gesagt? 90, ne? Ne, halt. Aber wir werden wachsam. Die Wachsam-Taste. Wieso geht die Wachsam-Taste nicht? Warte mal, schau mal. Ob die Wachsam-Taste geht. Doch, die geht. Aber man hört sie nicht. Merkwürdig. Ich habe sie nämlich gedrückt. So, 80, ne? Kommt gleich. Dann können wir auch auf 80 aufschalten. Ah, hier ist die BZB irgendwie, ne? Ach so, halt! Ah, nein, nein! So.
Wir müssen ja hier anhalten, oder? Köln Süd, ja. Nur keine Panik hier. Nur keine Panik. Ich krieg das hin. Ich wär jetzt voll dran vorbeigefahren. Wo müssen wir denn abtauchen? Ah, hier ist die Haltetafel. Immerhin haben wir hier eine Haltetafel. Ja. Wir halten mal an der letzten, oder? Wir halten mal hier. Keine Ahnung. Sie sagen uns ja nicht, wo wir halten müssen. So. Ja, nu? Achso, ich muss ja drücken. Ich vergesse immer zu drücken hier. So, schauen wir uns das wieder mal an. Ja, viel fährt nicht mit uns. Zu Recht. Nee, oh, trotzdem sitzt. Was mit euch? Nee, die sitzen schon, ne? Schauen wir natürlich auch mal rein, ne? Also wenn wir das nächste Mal vielleicht ein bisschen, oder wenn wir nachher ein bisschen Zeit haben, kann man, glaube ich, mal die Kameraperspektiven durchwechseln, ne? Okay, können weiter? Auf geht's. Und wir rollen weiter. So, 80. Was ist denn eigentlich 80? Oh, wir können dann auf 140 hoch. Wow, das wird... Wo ist denn eigentlich das nächste? Brühl. Brühl ist weiter weg. Auf 140 können wir irgendwo mal hoch. Und zwar bei Kilometer 3,9. Ich habe noch überhaupt keinen Kilometer gesehen hier, aber okay. 3,4. Die haben wir auch. Ich habe mir das Wechselblinken natürlich nicht angeschaut. Halt! Wir fahren zu schnell! Wir fahren zu schnell. Oh Gott. Hier können wir. 140 mit Zugschluss. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie überhaupt unser... Ach, schön. So, kommt jetzt. Auf 140. So, 4,4. 4,6. Ganz schön schnell, finde ich. Ich finde, das ist mir beinahe ein bisschen schnell. Wir könnten da natürlich mit AFB fahren, ne? Aber wir fahren jetzt mal ohne. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Was haben wir denn hier? 6,6. Brühl ist 12,4. Ungefähr. Also zumindest sollten wir mal bei... Sollen wir mal bei 12,4 sollten wir mal schauen, weil dann kommt irgendwann mal unser Bahnsteig. Natürlich fahren wir das nächste Mal auch ohne das da unten, ne? Ohne dieses Eingeblendete da unten. Ich finde es ganz schön schnell, um ehrlich zu sein. Also mit dem Güterzug fährt sich's irgendwie angenehm. Wenn hier ein Signal kommt. Ist das Ding eigentlich... Also, LZB ist übrigens nur... Also, LZB geführt ist es über 160, weil dann sieht man ja kein Signal mehr, ne? Wenn man LZB geführt fährt. So.
So. Jetzt mal überlegen. Also wir haben jetzt hier, was haben wir gesagt? 10,4. Und wir fahren in den Brühler Güterbahnhof bei 12,9. Nett. Oh, schaut mal hin. Er fährt ganz schön. Fährt ganz schön rasant, ne? 12,9. Ich finde, der fährt ganz schön rasant. Aber schön. Oh, warte mal, da vorne ist ein Signal. Nee, das ist nicht für uns. So, wie schnell fahren wir? Gut. So, 12,9. Wo? Güterbahnhof fahren wir jetzt durch, ne? Güterbahnhof 160, passt. Wir müssen aufpassen. Beim Signal 13,3 sollten wir schon mal ein bisschen aufpassen. Also bei der Hektometertafel 13,3. Die ist jetzt schon da, ne? Wir müssen nämlich bald halten. Deswegen würde ich schon mal sagen, wir werden schon mal ein bisschen langsamer, oder? Ich bin der Meinung, wir werden schon mal ein bisschen langsamer. Beförderungsqualität. Ja, die ist, wie sie ist. No. Da müssen sie durch, da hinten. Das ist... Ich fahre ein bisschen sportlicher hier. Wie weit müssen wir überhaupt vor? Wir fahren hier wie die Gesenken. Hier ist auch keine Haltetafel und nichts. Ne? Woher weiß ich denn da, wie weit ich... Ach doch, hier ist eine Haltetafel. Tatsächlich. Hier kann ich wirklich zur Haltetafel. Komm, ich habe super hier. Super kalten. Puh. Das ist nicht so einfach, ne? Halt, was denn jetzt? Hä? Moment. Schauen wir mal. Die husten ganz schön, ne? Bei meinem Fahrstil. Husten ganz schön hier. Sexy, sexy. Nett, nett. Ist auch schön warm, ne? Aber die laufen hier, ob es nun regnet oder schneit, ne? Das interessiert die eher nicht. So, wir haben grün, heißt Fahrtbegriff, also volle Kanne los. 160. Achso, wartet. Blinkt hier irgendwas? Nee, kein Wechselblinken, nix, ne? Was schon merkwürdig ist. Ist nicht beim Anfahren immer ein Wechselblinken? Ja, nee. Nee, nur wenn irgendwie was mit BZB war, ne? So, wir fahren weiter. Wohin müssen wir denn als nächstes? Nach Sechtem. Gar nicht so weit weg. Bei 18,1 sollten wir mal wieder aufpassen. Bei 18,1 sollten wir mal wieder ein bisschen vorsichtiger fahren. Wenn da irgendein Signal irgendwie anders ist, habe ich keine Chance, oder? Bahnübergang, keine Chance. Rausch mal einfach durch. So, passt auf jetzt. Wir müssen da vorne schon wieder halten. In Sechten. Ich würde sagen, wir bremsen schon mal an. Und zwar jetzt würde ich schon mal ein bisschen anbremsen. Denn wir müssen
in 19,5 stehen bleiben. Wieso? Ich hab super abgebremst. Komm, ich hab gar nicht so schlecht abgebremst. Wieso war das jetzt beförderungstechnisch nicht gut? Ich hab traumhaft abgebremst. Um nicht zu sagen, super. Kommt jetzt. So, das müsste Sechtem sein. Da halten wir an. Achso, ja, da halten wir an. Apropos anhalten. So, wo ist unsere Haltetafel? Ich glaube ganz da vorne. So, grüß Gott. Ich bin schon da. Ja, keine Stinkefinger bitte zeigen. Wo ist meine Haltetafel hier? Hier haben wir wieder keine Haltetafel. Naja, dann bleiben wir hier einfach stehen. So. Super. Super ankalten, komm jetzt. Wieso? Achso, weil wir so weit draußen sind, ne? So, schauen wir mal. Ja. Super. Schon ein schönes Fleckchen hier, ne? Sechtem ist ein feines Fleckchen. Kann man nicht eigentlich sagen, warte mal, da wird doch gerade was entladen, ne? Schaut mal hin, das würde ich gar nicht sehen. Ansonsten, der lädt hier was ein. Traum. Ein Traum ist das. So, wir müssen aber, wir haben keine Zeit für fiese Mutanten, sind so und so echt spät dran. So, nächstes ist Reusdorf. Reusdorf. Reusdorf in Kilometer 25 müssen wir da ein bisschen aufpassen. Ansonsten können wir wieder volle Kanne fahren. Aber bei 25 müssen wir aufpassen. Achso, ich müsste hier irgendwie noch die Siefer-Taste auf meinen Joystick legen. Geht das? Ich glaube nicht, ne? Das wäre super. Das wäre ein Traum, ein kleiner. Warte mal, was war das jetzt? 25. Okay. So, dann brausen wir dahin. Momentan sehe ich nichts außer jede Menge Bahnübergänge, oder? Okay. Grüne Welle haben wir. Vom Ruckeln her geht's eigentlich auch. So, und wir haben gesagt, ja, ab und zu hatten wir schon mal, aber damit kann ich leben. Damit kann ich echt leben. 25. Da müssen wir halten, in Reusdorf, ne? Merkt's euch? Dass wir nicht dran vorbeifahren. Ja, 25 ist beinahe schon ein bisschen spät. Mit Abbremsen. Ich würde sagen, wir werden schon mal ein bisschen Fahrt wegnehmen. Ja, ein bisschen sehr gebremst, gebe ich zu. Aber das kriegt man noch hin. So, Reusdorf war 25,8 Kilometer. Kilometer 25,8. Da ist schon noch ein bisschen hin.
sind wir beinahe ein bisschen sogar. Haben wir zu ja, habe ich zu stark abgebremst. Ja, ich habe irgendwie Angst bekommen. Aber schön gemacht, ne? Also die Strecke ist echt schön gemacht. Die braucht dann auch ein bisschen, ich habe mal gelesen, die braucht auch ein bisschen mehr Performance. Na, so, wollen wir schauen, wo wir hier halten. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob es hier vielleicht eine Haltetafel gibt. Nee, gibt's nicht. Also würde ich beinahe suchen. Wenn es keine Haltetafel gibt, dann halten wir einfach mal an. Ne? Hier, denke ich, ist vielleicht nicht das Schlechteste. So. Dann gehen wir wieder raus. Schauen uns natürlich wieder an, wie Reusdorf aussieht. Ein bisschen schäbig hier, ne? Aha, hier drüben ein bisschen grün. Ansonsten hier irgendeine Firma, eine größere. Ansonsten, jo, nichts weiter, ne? Hier sind so unsere Fahrgäste. Und weiter geht's. Keine Zeit. Wir müssen fahren. Was ist eigentlich unser nächster Halt? Ach, da sind wir schon in Bonn. Okay. Da sind wir schon in Bonn. In Bonn, neuer Weg oder wo? Bonn Hauptbahnhof, ne? Aber wo ist Bonn Hauptbahnhof? Ach hier, 31,9, also bei 31,0. Oder sagen wir bei 29 müssen wir aufpassen. Hier müssen wir, können wir weiter 160 fahren, wenn nichts dazwischen kommt. Also an Signalen. Müssen wir halt aufpassen, ne? Ob irgendwas an Signalen dazwischen kommt. Momentan sieht's gut aus. Übrigens muss man immer auch aufpassen, ob so ein Signal auf freier Strecke mal dunkel geschaltet ist. Also normalerweise hat man ja ein VR1, das heißt Fahrt erwarten. Ich zeig's euch mal. Bisschen schnell. Fahrt erwarten. Hier unten, ne, das Vorsignal ist Fahrt erwarten. Wenn das dunkel geschaltet ist, sollte man, nicht dunkel, sondern erloschen ist, so rum. Wenn es erloschen ist. Wenn es dunkel ist, dann ist ja richtig. Aber wenn es erloschen ist, ich erkläre euch nochmal irgendwann den Unterschied zwischen erloschen und dunkel, dann ist ja in Ordnung. Ne? Dann ist es nicht in Ordnung, wenn es erloschen ist. Dann müssen wir nämlich halten, weil dann wahrscheinlicherweise ein Haltsignal kommt. So, wir sind 29. 29, da bremsen wir schon mal. Bremsen wir. Lieber. So. Ist uns nach vorne gezischt. Jetzt sind wir in der 85er Überwachung. 1000 Hertz Magnet. Und dann sind wir schon am Ziel. schon am Ziel angekommen. Ja, ich meine so für unsere erste Fahrt. Wir haben eine BZB-Zwangsbremsung hatten wir und ansonsten haben wir zumindest mal die Bahnsteige erwischt. Ich sag mal, ja, jetzt sind 1000 Stunden zu spät, aber jetzt mal ganz ehrlich. So schlecht ist es gar nicht gelaufen. So, und dann würden wir wahrscheinlich einen Halt, genau. Dann werden wir hier ein Haltsignal bekommen. Wie war da die Geschwindigkeit? 40, ne? 60 haben sie uns gegeben, ne? Ja, ja, wir bleiben bei 40 jetzt.
werde ich jetzt nicht mehr aufschalten. Nicht vergessen, Wachsamkeitstaste zu drücken. Die hört man hier nicht, ne? Das finde ich blöd. Doch, jetzt hat man sie gehört. Komisch. Jetzt habe ich meine Wachsamkeitstaste gehört. Merkwürdig. Vielleicht, weil wir die zu spät eingeschaltet haben oder was. Ne? Keine Ahnung. Drüben eine Rangierlok. Ach, die brummt noch vor sich hin, oder? Hört ihr die? Hört ihr den Diesel? Cool, oder? Echt cool. Nicht schlecht. So, wir müssen aber Fahrwegbeobachtung machen. Hoffentlich werden wir jetzt rechts rüber geleitet. Ja. Sonst hätte ich eine Schnellbremsung machen müssen. So, und dann könnten wir eigentlich schon mal ein bisschen vorbremsen, oder? Wie weit müssen wir fahren? Das ist jetzt die große Preisfrage. Ne? Wie weit müssen wir fahren? Wir schauen mal, wie weit wir vorkommen. Hier ist nochmal ein Wiederholer. Noch ein Wiederholer. Ihr bremst einen Güterzug, ich hör's. Ja, wir fahren mal noch ein bisschen vor, ne? Bis zum Haltsignal da vorne, oder? Fahren wir langsam. Ach, der fährt wieder, der Güterzug. Schaut mal hin. Cool. Ja, hier ist ganz schön was los gewesen, ne? Bei dem Szenario. Schön. Gefällt mir. So, ja. Würde ich sagen, wir halten vorne am Signal, ne? Bin der Meinung, wir halten hier am Signal. Fünfhunderter ist aktiv. So, ich würde sagen, hier ist es nicht so schlecht. Noch einmal! Also komm, wir haben, also so schlecht haben wir auch nicht gehalten. So absolut schlecht haben wir nur auch nicht. Achso, vielleicht noch die Türen auf. Wäre vielleicht nicht das Schlechteste, ne, die Türen mal aufzumachen. Eine aufregende Fahrt, sag ich mal so. Es war eine bisschen aufregende Fahrt. Ja, hier drüben ist eigentlich falsch, ne? Wir hätten auf die andere Seite gemusst. Hier. Müsste eigentlich alles raus sein hier, ne? Ne, die bleibt gut gemacht. Ja. Ja, okay. Gut gemacht. Ich will es mal nicht so sagen. Ne? Also gut gemacht nenne ich anders. Aber immerhin. So, schauen wir uns das mal an. Ja, wir haben Pünktlichkeit. Beförderungsqualitäten, die waren auch nicht so. Wir müssen aufpassen, wenn wir das nächste Mal fahren, müssen wir aufpassen, ein bisschen mit dem Bremsen, damit wir ein bisschen passagiergerecht bremsen. Na, wir bremsen ja anders mit Güterzug als damit. Im Grunde fehlt uns jetzt eigentlich nur noch dieser richtig harte Job da. Ne? Ja, das habe ich dann nicht mehr zu Ende gemacht. Vielleicht mache ich es mal alleine irgendwie, ne? Aber da hatte ich jetzt keinen Bock dazu. Und beim nächsten Mal, ne, da müssen wir mit dem Passagierzug im Winter, sehr schön, passt ja für die Jahreszeit, passt es ja perfekt. Mit erschwerten Bedingungen müssen wir nochmal diese Fahrt, die wir jetzt so als Testfahrt hinter uns gebracht haben, müssen wir nochmal schaffen und am besten wäre es ein bisschen besser. Ne? Da müssen wir natürlich auch auf Signale wahrscheinlich dazwischen schauen, weil ihr seht, das ist einiges anspruchsvoller. Ne? Ich sag derweil ciao, ciao.